Eigentlich wärst du es. Du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Andrei. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Warum ist der ein Champion? Naja, egal. Ich werde kein Champion sein. Ich werde ein Champion sein. Ha. Okay. Belever auf zwei Pokémon. Brenta. Und auf Elisabeth. Ja, ich dann brauchen wir nochmal die restlichen Supertränke. Wo haben wir sie denn? Da, sechs Stück haben wir noch. Eins, zwei, dum, bum, dum, dum. Mein zwei. Gut. Dann noch eins. Ja, ich bin gerade am Denken. So, zwei und noch ein drei. Drei. So, haben wir noch Tränke? Nö, haben wir nicht. Lohnt sich den letzten Supertrank nicht mehr einzusetzen. Dann müssen wir jetzt auf Fibertränke zurückgreifen zum Vollheilen. So, musste gerade eben kurz unterbrechen, weil ich habe Post bekommen. Ja, von der Bank. Dorobank. Ja, da muss ich mich sowieso schon seit einem kompletten Jahr melden, weil ich 18 geworden bin. Aber egal. Wir wollen erstmal unsere Pokémon weiterhalten, weil das ist viel wichtiger als die Bank. Zumal, dass die Bank eh immer leer steht bei mir. Ich kenne meinen PIN gar nicht. Das heißt, wenn ich da Geld abholen will, dann muss ich immer zum Schalter gehen und meine Unterschrift unterschreiben. Nee. Ja. Egal. Wir sichern das Spiel. Denn wir haben große Angst vor. Warte. Entschuldigung. Wir sichern das Spiel, denn wir wissen, wie immer, setzt jetzt zuerst das Flugbuch rein. Haben große Angst vor Gary. Falsch. Vor Andrei. Nicht Gary. Gary ist im Anime der Gegner. Da sieht man mal, wie aufmerksam ich bin. Und es geht los. Hallo, auf diesen Moment warte ich schon lange, Ananas. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion, beziehungsweise der Pilz der Pokémon-Liga. Ananas, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Nein, nur von Kanto. Unglaublich, aber wahr. Ja, wie gesagt, er setzt einen Tauboss ein. Die Melodie hat schon etwas an sich. Ja. Also ich achte gerade etwas mehr auf die Melodie. Ist ja auch ein Special-Kampf, da muss immer was mehr her, ne? Wir setzen Eisschieb ein. Er ist schneller mit Aioras, das ist unser Tod. Nein, das ist nicht, juhu! Eisheap ist sein Tod. Nein, es ist es nicht. Ich sehe es jetzt schon. Woher wusste ich das? Hypertrank. In der Hoffnung, dass er es. Oh. Das ist gut, wenn er jetzt Top-Genesung einsetzt, weil dadurch verschwendet er praktisch seine Items, weil die genauen Trainer haben ja auch nur einen bestimmten Stock an Items. Das ist doof. Treff wenigstens. Treff. Ich hasse Dreck. Aioras überlebt es ja. Icy triffst auch. Es hätte besiegt sein können. Hättest du gerade eben getroffen, du dummes Viech. Bist blöd. Schön. Okay, du bist doch nicht blöd. Du bist toll. Ich mag dich, Rosanna. Das finde ich klasse. Endlich mal was mir gefällt. Ein Rizeros. Dagegen werden wir das Pokémon wechseln. Und zwar gegen. Gegen Visaknosp. Weil Aquana hat nachher noch den schwersten Job von allen. Sie muss nämlich das stärkste aller Pokémon gegen von ihm besiegen. Ja. So, Rasierblatt. Deswegen wollen wir Aquana ein bisschen schonen.
Willst du mich verarschen, du Spiel? Das Spiel will mich verarschen, oder? Also ich hab so ein... Ja, ich meine, ich hab so ein bisschen ein Gefühl, glaube ich, ne? Rasierblatt. Ja, jetzt kommt ein Erdbeben, klasse. Das beunruhigt mich. Das war überhaupt nicht knapp. Überhaupt nicht. Okay, gut. Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt erstmal hinter uns. Gegen Simsala setzen wir unser mächtiges Waldemar ein. Und dann setzen wir mal Piperstrahl ein. Ich hasse dich. Fickt. Mach doch, was du willst. So. So. Besiegt. Nein, Mist. Ah ja, wir haben eine hohe Spezialverteidigung. Das macht uns gar nichts. Dagegen sind wir immun. Stärke. Wir hätten Durchbruch einsetzen sollen, ne? Egal, wir sind halt super intelligent, das brauchen wir halt nicht. Stärke ist sowieso immer das Beste. Sieht man ja. Und wir haben es besiegt. Und jetzt kommt Kokowai Myrapla. Kokowai Myrapla. Kokowai Myrapla. Welcher Pokémon ist denn noch ein? Warte. Rätsel was. Es muss auch für jedes Pokémon genau ein... Warte. Also, er hat Taubes eingesetzt. Rizeros. Er setzt noch ein Wasser-Pokémon ein, ne? Aber welches? Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Starmie? Nee. Egal, wir setzen Elisabeth mal ein. Wir gucken, wie es sich anstellt. Elisabeth! Kokowai! 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 Ja. Und bist du besiegt? Nein, das war ja klar! Wer hätte es gedacht, dass es besiegt gewesen sein hätte können? Oh! Guck mal, wir schaffen mit einer effektiven Attacke das gleiche, mit einer effektiven Attacke mit Startbonus, das gleiche, was der Gegner schafft, ohne eine effektive Attacke und ohne Startbonus. Das ist ja unglaublich gut. Oh. Klasse. Also, ich bin von Elisabeth immer noch nicht begeistert. Nein, bin ich definitiv nicht. Und ich habe... Oh. Reflektor vergessen übrigens. Flammenwurf. Wetten, dass wir überlebt wieder mit einem KP jetzt. Ich hab's im Gefühl. Ich hab's im Gefühl, Leute. Sie überlebt mit einem KP. Ja, ich weiß halt alles. Ich weiß halt alles. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Egal, Flammenrad und einmal Flammenwurf machen genug Schaden. Hoffentlich. Also bis jetzt hatte Elisabeth die größten Probleme mit meinem Kampf. Das wollen wir ganz ehrlich zugestehen jetzt mal so. So ganz. Ja, das darf man glaube ich so sagen. Wir haben es besiegt. Ja. Ach nicht Garados. Sollen wir dagegen echt Porenta einsetzen? Ich glaube, Porenta hat keine Chance dagegen. Ja, Elisabeth, bleib du mal da, geh du mal K.O. bitte. Das hat natürlich seine Gründe, weil er muss ja halt erstmal den Droher abfangen. Und jedes Pokémon soll seine Chance beim Kampf erhalten. Sicherheitshalber fülle ich aber Waldemar nur kurz auf. Nur aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass ich an Porenta zweifeln würde. Man hat das ein hohes Level.
Boah, bist du schlecht, gehst ja direkt K.O. Ja. Purenta, du wirst mich enttäuschen, ich weiß es. Vielleicht auch nicht. Drachenwut! Du enttäuschst mich nicht, Purenta! Das hast du gut weggesteckt! Sehr gute Leistung! Oh, Fliegen, Volltreffer, weg! Ja, das sieht ja klasse aus! Du wirst den Kampf machen! Oder? Na, okay. Also mehr Angriff überlebt als Akani, das darf man jetzt mal so sagen. Los, Waldemar! Hyperstrahl. Ja, ja, fuchtel du da mal herum mit deinem Schwänzle. Ich benutze mein Maul. Meine Energie von innen. Das ist praktisch die Superkotze. Die ist so super ätzend, dass sie leuchtet. Ja. Oh. Das kann jetzt sehr riskant werden. Ah, nee, doch nicht. Es ist schneller als wir. Das bedeutet, wir sollten Hypertank einsetzen. Weil ich nicht glaube, dass es sich selbst verletzen wird. Oder auch das. So. Kampf. Hyperstrahl. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel. Oh nein! Die Attacke könnte es uns super gefährlich werden. Nicht. Okay, also ich denke, wir werden jetzt den Kampf mit Leichtigkeit noch besiegen. Und dann haben wir gewonnen. Oh Mann, sind das gefährliche Attacken. Erdbeben! Nein. Fuchtler. Nach Stärke müssen wir unser Pokémon heilen. Er kann sein Pokémon nicht heilen. Er ist halt Pech. Oh Gott, ich hoffe, uns macht gleich seinen Glurak nicht alle. Ich habe nur meine Aquana. Ja, ich will mein Pokémon nicht heilen. Ich will Stärke macht dich platt. Geht doch. Jetzt kommt Glurak, das letzte Pokémon von ihm. Willst ein Aquana ein? Und ich frage mich, warum habe ich so viele X-Sachen gekauft, weil ich sie nicht einsetze? Und vor allem Angriffsplus. Egal, ich bin wahrscheinlich einfach nur der Haut-drauf-Typ. Das braucht ihr mir nicht sagen, das weiß ich auch so. Surfer. Das könnte gefährlich werden. Und? Huiuiuiui. Gut, die Citrobeere hat dich umgebracht, Glurak, aber das verrate ich dir erstmal nicht. Weil dadurch deine Feuerattacken nicht stärker geworden sind. Und jetzt mach ich dich mit Surfer platt. Das Spiel ist durch. Wir haben am Dreh zum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal besiegt. Juhu. Ja, das ist noch ein gutes Level-Up. Das ist ein schönes... Hydro-Pumpe sollst du nicht lernen, weil die Attacke so gut wie nie trifft und nur 5 AP hat. Ja. Schlecht. Nein! Das kann nicht wahr sein! Meine besten Pokémon sind geschlagen! Mein Siegeszug ist schon vorbei? Nach all den Anstrengungen, Liga-Pilz zu werden. Das ist nicht fair! Da hast du noch mal Geld, weil ich finde das unfair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe mein Pokémon noch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt! Du bist der neue Pilz der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Ananas! Du hast alle gewonnen. Glückwunsch! Du bist der neue Pilz der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du mit Bisasam auf den Weg gebracht hast. Ananas, du bist viel erfahrener. André, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Papier besiegt, kam ich hierher. Und sie ankommen, warst du der Verlierer. André, weißt du, warum du verloren hast?
Du hast der Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Du wirst niemals Sieger werden, außer gegen die ganzen Trainer vor dir. Ananas, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung von deinem Pokémon ist vorbildlich. Ja genau. Alles lag an den Pokémon, die ich immer den Gegner ein paar KP übrig gelassen habe. Ananas, folge mir. Wieso kommt hier eigentlich Professor Eich einfach ohne Kämpfe durch und ich nicht? Herzlichen Glückwunsch, Ananas. Das ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Pilze der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentagen ausgezeichnet, auch wenn du eine Frucht bist. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Ananas, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Ananas, du hast gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Wieder Schimmelpilz, cool. Ja. Wir haben das Spiel jetzt einmalig durch. Bei den alten Editionen wäre jetzt wirklich komplett zu Ende, aber unser Rosanna, unser Auro, also Schmusi Auro, Polente, Waldemar, Knospe, Elisabeth, ja, willkommen in der Ruhmeshalle. Ich habe gerade das Kabel berührt, tut mir leid. Nicht ich, aber Ananas. Stemmt der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt? Oh, ich weine, ich renne jetzt nach Hause. Mami, Papi. Na, denn das bin nur mein Enkel. Ich bin nicht Mami und Papi. Ich bin nur mein Enkel, sonst bin ich... Blablabla. Ja. Ihr wisst schon. Oh, die Pokémon-Liga. Ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Und ihn hinterherrennen. Rennen. So, und jetzt kommen die Credits. Die glaube ich durchlaufen, wie immer. Da. Vielleicht kennt ihr die Leute. Ich kenne sie nicht alle. Sind alles Japaner meistens. Kennst du Gimuri? Den kenne ich sogar. Wegen den ganzen Artworks. Ist wirklich den einzigen, den ich da wirklich kenne. Ja, ja, aha. Kenzo Gimori hat auch wirklich einige tolle Artworks gemacht, das muss man mal echt sagen. Ja, aha, kenne ich alle nicht. Hören sich alle so japanisch an. Aha. Naja. Oh. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen den A-Knopf gebrüllt. Ich mache gar nichts mehr. Entschuldigung. Ja, also. Ich, wie gesagt, das ist übrigens Glurak. Das ist ein Pokémon aus Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei, sobald wir die Pokémon-Liga einmal gemacht haben. Sondern wir werden sie tatsächlich noch ein zweites Mal machen. Ja. So unglaublich sehe ich das auch, Nerd. Und wenn ihr glaubt, das geht einfach so, dann habt ihr euch geschnitten. Das habe ich zwar schon mal erklärt, aber egal. Wir müssen jetzt vorher nochmal die Eilanden besuchen. Und zwar nicht nur Eiland 1, 2 und 3, sondern noch viel, viel kreativere Namen haben die Eilanden. Und zwar müssen wir jetzt noch die Eilanden 4, 5, 6 und 7 besuchen. Und die heißen genau so. Das ist übrigens Bisaflor. Ist auch so ein Pokémon aus Pokémon. Ich weiß, vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen. Das ist Bisaflor. Ich sollte keinen Lust auspacken. Während ich noch am Reden bin. Aber ich bereite mich ja schon auf gleich vor. Ja, hier geht nochmal besonderes Danke an irgendwelche Personen, warum auch immer. Weil die irgendwas Tolles gemacht haben. Ja. Das ist eine Bücherei. Oh ja, ist das eine schöne Melodie. Und hier sehen wir nochmal alle Städte, die wir bereist haben. Das ist übrigens Safronia City im Hintergrund. Das ist die Silphcope. Und das ist auch so ein Pokémon aus Pokémon. Das ist übrigens ein Turtok. Und das da ist Andrei. Der sein Pokéball die ganze Zeit in die Luft wirft. Stell dir vor, der fällt auf einmal ins Wasser. Wäre lustig. Das ist übrigens der Fahrradweg. Ja. Das ist Fuchsania City. Und da haben wir Translatoren, Daniel Schäfers und Mickey Auer.
Wollte ich nur mal kurz so erwähnt haben, weil das waren, glaube ich, die deutschen Typen. Ja. Ich denke, die Deutschen sollte man immer erwähnen, weil sie sonst auch immer erwähnt werden. In Finanzkrisen, in überall immer, halt immer. Rudi Schnitzer, das hört sich deutsch an. Thorsten Heinze, das hört sich auch deutsch an. Das ist so ein Pikachu, das ist auch so ein Pokémon aus Pokémon. Oder vielleicht ist es sogar, glaube ich, das berühmteste Pokémon überhaupt, das Pikachu. Das ist so eine Frage. Welches Pokémon ist wirklich das berühmteste, also das bekannteste Pokémon von allen? Ich glaube ja wirklich, dass es Pikachu ist. Oder ist es Mewtwo? Ne, Pikachu eher, oder? Bin ich überhaupt hier im Pikachu begegnet? Ja. Ja, bin ich in irgendeinem Kampf. Ende! Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Obwohl, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich hier jetzt an dieser Stelle von euch. Und dann sehen wir nochmal alles durchlaufen. Naja. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen Tag, bla bla bla. Kommentieren, wie immer, alles so wie immer. Könnt ihr euch in anderen Videos angucken, die Verabschiedung. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, euer Aenogard. Tschö. Ciao.